die Elbenander. Mein Name ist Marcel. Und ich trage keine Kleidung. Nein, jein. Irgendwie, ich bin momentan in meiner Unterwäsche, aber das seht ihr sowieso nicht. Der Grund dafür ist, dass es irgendwie 4 Uhr morgens und ich werde wahrscheinlich sowieso gleich in die Schule müssen. Super, wirklich. In letzter Zeit komme ich wirklich nicht mehr großartig dazu, Videos aufzunehmen. Aus diesem Grund mache ich sowas einfach immer in einer Late-Night-Session. Ihr seht, ich habe hier außenrum alle Arten von Lampen. Da hätten wir zum allererst mal meine Hauptlampe. Das ist die hier, die ich gerade ausgeschalten habe. Und dann hätten wir nochmal meine starke Nebenlampe. Das wäre die hier. Und so würde es aussehen, wenn ich die nicht benutzen würde. Ja, und da vorne noch mein Hauptlicht. Ich hoffe übrigens, es flackert nicht wieder, weil es ist oft so, dass meine Videos flackern, wenn es spät abends ist oder wenn die Beleuchtung nicht allzu gut ist. Aber so von meiner Perspektive aus her, wenn man die Lampen nicht sehen würde, müsste man eigentlich meinen, es ist eigentlich Tag. Das sollte man zumindest meinen, wenn man jetzt nicht wüsste, dass... Ja, ihr wisst Bescheid. Zumindest geht es dieses Mal um Realismus und ich fange hier gerade mal an. Ich habe hier zwei, erstmal den Paint Marker und einmal den Gelschreiber, die ich benutzt habe, um die Zeichnung zu machen, die ich letztens auf den ganzen Social Networks gepostet habe. Da wäre zuallererst mal die Erdbeere. Die habe ich zuerst auf, Facebook hochgeladen. Nee, zuerst habe ich sie getweetet. Ihr wisst Bescheid. Zuerst habe ich sie auf Twitter hochgeladen, danach auf Facebook und dann letztendlich habe ich nochmal das Weinglas zusammen mit DeviantArt, zusammen mit der Erdbeere auf DeviantArt hochgeladen und ich muss mich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken, denn das Weinglas und die Erdbeere haben es beide auf, also ich habe sie beide in einem Bild gepostet, weil ich es irgendwie unnötig fand, beide jetzt nochmal extra zu posten, wenn ich doch sowieso schon beide gezeichnet habe. Sind beide auf dieser Undiscovered Page gelandet und ich konnte es anfangs ehrlich gesagt nicht glauben, aber es ist die Wahrheit und ich wirklich vielen Dank dafür, wenn ihr großartig da dafür gesorgt habt. Ich weiß nicht, wie man auf der Undiscovered Page landet, irgendwie wenn man viele Page Views hat oder tut das irgendein Admin bestimmen, ich weiß es nicht. Allerdings danke dafür, also ich danke wirklich. Ich kann dafür gar nicht Danke genug sagen, weil es ist für mich eine Riesenehre. Ich bin sehr oft auf der Undiscovered Page, das ist eigentlich so meine Homepage. Und ich sehe darauf immer wahnsinnige Talente, egal ob es jetzt irgendwie... keine Ahnung, sorry übrigens, wenn ich nebenbei irgendwas klicke, weil ich habe hier drei verschiedene Bilder von Erdbeeren und mal klicke ich das Bild an, weil ich dort sehen möchte, wie die einzelnen Körner oder diese Samen da innen drin gesetzt sind und manchmal möchte ich gucken wegen Reflexion, deswegen switche ich immer hin und her, so mache ich das jetzt beispielsweise, ich schaue mir mehr Referenzen an, wenn ich eine Zeichnung zeichnen möchte, gerade so als Nebeninfo vielleicht. Jedenfalls wollte ich danke dafür sagen, dass falls ihr da irgendwie großartig für geholfen habt, falls ihr das Bild favorisiert habt oder so, vielen Dank, wie gesagt, also, das ist wirklich für mich keine Selbstverständlichkeit, weil ich da immer so wirklich fotorealistische Zeichnungen auf der See oder sehr kreative Zeichnungen, es muss ja nicht unbedingt immer Realismus sein. Und darum um dieses Thema wollte ich praktisch die heutige Folge aufbauen, oder besser gesagt, darüber wollte ich reden, über Realismus, weil das Realismus spielt ja in der Tat, auch in Anime und Manga gewisse Rollen. Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, vielleicht aber auch nicht. Ich dachte, es wäre vielleicht mal ein ganz nettes Thema, darüber zu reden. Gesehen davon wollte ich sowieso noch ein bisschen Realismus üben, weil ich mir überlegt habe, weil, wirklich, wie gesagt, es kam extrem gut an. Obwohl ich jetzt fand, es gibt noch einiges zu verbessern. Auch gerade die Erdbeere hier. Ich habe so das Gefühl, wenn ich ein Motiv zweimal zeichne, dann ist der zweite Versuch meistens sehr viel schlechter. Vielleicht liegt das einfach nur an mir. Aber ich habe so das Gefühl, der zweite Versuch ist da oft schlechter. Deswegen, ich hoffe, dass es bei diesem Mal jetzt nicht so unbedingt der Fall. Wenn ja, dann was soll's. Es kann ja jetzt nicht grottenschlecht werden. Richtig? zumindest wollte ich über Anime und Manga reden und inwiefern die mit Realismus zusammenhängen. Oder vielleicht generell so ein bisschen über Realismus. Nehmt nur halt in Betracht, dass ich nicht so laut reden kann, weil, ja... Sonst wecke ich die ganze Nachbarschaft auf. Ich werde generell auch immer sehr oft darauf angesprochen, dass ich immer etwas zu laut rede von meinen Bekannten. Mich hört man wahrscheinlich mal über den ganzen Blog, wenn ich rede. Ich habe das Gefühl, das hängt mit YouTube zusammen.
Vielleicht ist das auch nur, vielleicht ist das auch nur meine eigene Interpretation. Vielleicht habe ich generell nur eine sehr kräftige Stimme. Aber ja, nein, die ist immer unbearbeitet. Die ist immer genauso laut, wenn ich sie aufnehme. Ich tue sie nicht am Computer irgendwie nochmal großartig bearbeiten. Aber ja, worüber ich reden wollte, ist Realismus in Anime und Manga, weil es hängt ja auch nicht nur mit Anatomie zusammen. Es ist auch oft so, dass, dass Anime und Manga natürlich Anime und Manga-Figuren sind immer unterschiedlich gezeichnet, je nach Stil. Und aus diesem Grund kann man natürlich nie verallgemeinern, oh ja, Anime und Manga-Realismus ist immer so. Natürlich nicht. Realismus in Anime und Manga ist immer so, wie es der Creator, der Macher von der jeweiligen Serie möchte. Beispielsweise, und nehmt es mir nicht übel, wenn ich jetzt hier bestimmte Anime und Manga aufzähle mit Negativbeispielen, die ihr jetzt beispielsweise mögt, dann mögt ihr sie halt. Keine Ahnung, ist jetzt keine direkte Beleidigung gegen die Mangaka. Aber beispielsweise Hiro Mashima, also der Zeichner von Fairy Tail, der hat nichts mit Realismus zu tun. Damit meine ich wirklich überhaupt gar nicht. Ich tue mich da jetzt weniger auf die unglaublich riesigen sekundären Geschlechtsteile der Frauen auslassen, sondern mehr generell über die Körper, die er zeichnet. Ich meine, schauen wir uns doch mal die Gesichter an. Also, ich werde jetzt keine Beispiele einblenden, aber ich meine, wir alle wissen ungefähr, wie diese Charaktere aussehen. Ähnlich wie One Piece. Da ist es übrigens genauso. Die Charaktere haben Cartoon-artiges oder Anime-artiges Aussehen. Sie haben riesige Köpfe und riesige Augen. Also, zumindest habe ich das zum Beispiel. Schaut euch Ruffy an. Riesige Augen, wirklich. Unechte Augen natürlich. Ich meine, solche Augen sieht man schlecht in der Realität. Beispielsweise, oder Natsu hat ähnlich riesig große Augen und eine riesen Pupille anstatt ein normales Auge. Sowas meine ich beispielsweise. Sowas hat wenig mit Realismus zu tun. Allerdings gefallen mir die Hände in Fairy Tail ganz gut. Besonders die von den Mädchen sind unglaublich gut gezeichnet. Und dann ziehe ich Manga oder besser gesagt Anime, je nachdem, was ihr kennt. Zum Beispiel, der ist recht neu, meine ich doch. Und keine Ahnung, ich habe auch nur reingelesen, weil mir der Protagonist ganz gut gefallen hat. Ich weiß nicht, wie der original japanische Titel heißt, aber ich weiß, dass der Titel Prison School heißt, also übersetzt. Und was mich an diesem Manga so unglaublich fasziniert hat, ist, dass er echt aussah. Wirklich, die Charaktere, vor allem die Frauen, sahen... Ich kann euch nicht sagen, was... Es sah echt aus, wirklich echt. Es gibt teils, also wie beispielsweise, wenn man jetzt bei One Piece, generell bei jedem Manga, hat ja jedes Kapitel anfangs ein Cover. Und bei Prison School war es teils so, dass die Cover einfach nur Gegenstände waren oder eine Lippe oder ein Auge. Gerade so aus Spaß. Und die sahen echt aus, die sahen wirklich echt aus. Das ist ein Zusammenspiel aus Rasterfolie und normalen Strichzeichnungen haben diese Motive einfach so unglaublich gut gemacht, dass man wirklich meinen könnte, das ist eine Fotografie. Also natürlich, wenn man genauer hinschaut, dann ist das natürlich, dann erkennt man natürlich, dass es keine Fotografie ist. Aber ja, ich fand einfach, das ist unglaublich gewesen, wie das gezeichnet ist. Und später hat der Zeichner wahrscheinlich gemerkt, dass das normaler Manga aber besser ankommt, oder wahrscheinlich haben die Animateure, die sein Manga praktisch als Anime umsetzen wollten, haben ihm dann wahrscheinlich gesagt, dass er einen cartoonartigeren Zeichenstil haben sollte, dass sie es besser animieren können oder dass sie nicht so viel Qualität in die Zeichnung stecken können. Deswegen müsste er vielleicht noch was umdenken. Keine Ahnung, ich bin mir da echt unsicher. Vielleicht hört man es, ja, dass ich da nichts Falsches sagen möchte. Aber ja, vielleicht ist es deswegen so gewesen, aber zumindest ist dann später der Zeichenstil komplett anders gewesen. Der neue Zeichenstil gefällt mir auch ganz gut, muss ich gestehen. Aber zumindest ist er anders. Die Charaktere sehen schon etwas comicartiger, meinetwegen mangaartiger aus. Die Frauen an sich haben nicht mehr so schmale Augen, wie es bei Japanern. Ich will da jetzt nicht rassistisch sein oder so, aber... Frauen haben größere Augen, die Charaktere haben eckigere Gesichter, und das alles geht halt weniger in Realismus, sondern mehr in Richtung Anime und Manga. Beispielsweise, ich meine, die typische Manga-Fresse ist ja
wirklich eckig, so Dragon Ball mäßig. Das ist so, glaube ich, typisch Anime-Manga. Oder zumindest wird es als solches angesehen, klischeehaft oder klischeeartig. Aber wo ist denn jetzt genau der Mittelpunkt? Zumindest wollte ich das jetzt, möchte ich das gerne wissen. Wo ist der Mittelpunkt zwischen Realismus und Comicartigem? Beispielsweise One Piece, ich glaube, da können wir uns alle darauf einigen, dass das comicartig ist. Ich finde, ein gutes Hin- und Herspiel ist dieser Manga, vielleicht habt ihr schon davon gehört, der nennt sich Bleach. Ja, jetzt müsst ihr gestehen, jetzt habt ihr darauf gewartet. Aber ja. Ich finde, Bleach hat ein gutes Zusammenspiel, weil die Gesichter länglich sind und realistisch, aber es hat auch noch diesen typischen Cartoon-Effekt, beispielsweise die unglaublich riesigen Augen. Ja, ihr dachtet, ich hätte Brüste gesagt, aber Augen von den Protagonistinnen. Generell die großen Augen, aber auch noch, dass es immer noch dieses Realistische hat, beispielsweise die Haare sind schön flauschig gezeichnet, generell auch Bärte und so weiter, oder die Hunde beispielsweise, Tiere. In dem Manga sind auch sehr realistisch gezeichnet. Wasser ist genial gezeichnet in Bleach, finde ich beispielsweise, oder generell Gegenstände. Und ja, ich finde, das ist ein guter Mittelweg. Deswegen gefällt mir der Zeichenstil auch ganz gut, weil mich immer so viele fragen, warum ich den Zeichenstil von Bleach so abfeiere. Deswegen, weil es auch ein gutes Hin- und Herspiel ist von Realismus und Comic-Arting. Natürlich war es bei Bleach dann gerade andersrum, dass anfangs der comicartige Stil vorhanden war und dann später in Richtung Realismus gegangen wird. Ich meine, wenn man sich Bleach anfangs anschaut, dann ist genau dieses Phänomen vorhanden, wo ich von angesprochen habe, und zwar diese typische Hackfresse, Dragon Ball-mäßig. Ja, ich finde, da hat sich der Mangaka von Bleach beispielsweise verbessert, indem er da mehr in Richtung Realismus gegangen ist. Oder vielleicht ist es einfach nur dieser moderne Stil, den die meisten Mangaka adaptieren. Diesen modernen Stil mit den länglichen Gesichtern oder auch diesen Trick mit der Oberlippe, das ist recht modern, finde ich beispielsweise, das sehe ich bei den meisten Mangaka. Man kann natürlich auch ohne das auskommen, da hat jeder seinen eigenen Stil. Ich finde es sowieso viel schöner, wenn man gerade von Mainstream weggeht. Ich könnte sowas beispielsweise nicht, weil ich mich da jetzt nicht großartig genug traue, jetzt vom Mainstream wegzugehen, aber es gibt genug Mangaka, die gehen da vom Mainstream weg und haben dann einen Stil, den man überall wiedererkennt. Und das ist halt der Vorteil, was das angeht. Aber wenn man einen eigenen Stil hat, und zwar keinen Mainstream-Stil, beispielsweise, ich könnte jetzt den Stil von Tokyo Ghoul ansprechen, und damit meine ich den Anime-Stil ausnahmsweise, für gewöhnlich spreche ich ja immer den Manga-Stil an, aber der Anime-Stil, der ist unglaublich Mainstream, deswegen schaue ich Anime generell nicht gerne, den Manga von Tokyo Ghoul anschaut, und damit meine ich nicht mal zwingend Illustrationen, sondern wirklich den Manga an sich, den Schwarz-Weiß-Manga, dann sieht man einfach, wie unglaublich anders der Stil vom Anime ist. Ähnlich wie Attack on Titan, und gut, Attack on Titan ist ein schlechtes Beispiel, weil das generell meinen die Leute, Attack on Titan ist nicht allzu geil gezeichnet. Ich meine, bei den Charakteren kann ich da auch echt recht geben. Charaktere sind halt etwas eckig. Aber bei Attack on Titan wurden die Charaktere, ich meine doch so von der Gesichtsform und so weiter, ganz gut übernommen im Anime. Und bei Tokyo Ghoul finde ich es halt eine Schande, dass das eben nicht so der Fall ist. Ich meine, ich habe mir den Manga jetzt nicht durchgelesen, aber ich habe ihn gelesen. Den Anfang zumindest. Und die Charaktere finde ich wirklich schön gezeichnet, weil man erkennt einfach sofort, es ist so ein bisschen schmutzig gezeichnet, finde ich, indem man sehr viele Strichschattierungen mit eingebracht hat und Rasterfolien nur teils zu stilischen Aspekten mit eingebracht hat, finde ich, ist der Zeichenstil so richtig schön schmutzig vom Original Tokyo Ghoul. Und der Zeichenstil im Anime ist einfach wieder so Mainstream, finde ich, wieder diese typischen eckigen Fressen. Das finde ich halt schade an Anime, und das ist auch ein Grund, weswegen ich den Manga halt oft bevorzuge. Ich meine, man muss halt auch die Animateure verstehen, beispielsweise Comicwelt ist ja auch ein Animateur, und von dem habe ich mir halt auch sagen lassen, wie das denn so ist, weil man kann ja logischerweise nicht den Stil 1:1 übernehmen. Natürlich nicht. Und aus dem Grund muss man da natürlich schon einen angepassten Stil nehmen. Und ich glaube auch, ich meine, man könnte das Argument bringen, dass die Animateure von, ich weiß gar nicht, wie das Studio heißt, aber die von Attack on Titan, da Shingeki no Kyojin, das ist ja eigentlich besser, dass diese Animateure ja den Stil eigentlich auch ganz gut übernommen haben. Und ich glaube einfach nur,
ich weiß gar nicht. Also ich meine, ich habe Bakuman gelesen, wo behandelt wird, wie das läuft mit Animieren. Also wie das läuft mit Animationsstudios, dass man da diese, praktisch diese, diese Vorschläge bekommt, welches Studio denn animiert und so weiter. Aber ich weiß gar nicht, wie das läuft, ob das ausgesucht wird. Nämlich, ich meine, manche Studios animieren besser als andere. Und manche Studios geben sich da mehr Mühe, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber mir ist schon aufgefallen, dass manche Studios einfach den Originalstil komplett ignorieren und das gefällt mir einfach nicht. Ein gutes Beispiel, was ich nehmen kann, ist Kuroko no Basuke, was mir dort unglaublich gefällt und vielleicht ist das auch mal meine Meinung, aber das ist, dass sie die Strichschattierung mit übernommen haben. Das ist ein kleines Detail, was mir aber unglaublich gut gefällt. Die Strichschattierung in Kuroko no Basuke im Manga, oh, vor allem im Manga, sind so unglaublich phänomenal. Der Manga ist generell so geil gezeichnet. Gehört mit, das habe ich auch schon auf Facebook gesagt, mit Beelzebub zu meinem absoluten Lieblingsmanga und natürlich mit Bleach. Bleach ist halt ganz vorne. ja, ich finde generell mehr Animationsstudios sollten da mehr darauf achten, den Stil mit zu übernehmen. Beispielsweise wo ich Bakuman gerade schon angesprochen habe, der Stil von Bakuman wurde ja 1:1 übernommen. Man erkennt die Charaktere sofort an diesen eckigen Gesichtern und also Bakuman wurde ganz gut übernommen, finde ich jetzt beispielsweise. Also, vielleicht nehme ich mir noch eine Referenz als Glanz raus, also jetzt gerade zur Erdbeere. Ja, also ich, also Stile in Anime und Manga finde ich halt, müsste man schon drauf achten. Man sollte zumindest mal in den Manga reingeschaut haben, finde ich. Anime nicht zwingend, aber in den Manga sollte man zumindest mal reingeschaut haben. Es ist ja auch teils so, dass es manche Originalproduktionen gibt, glaube ich, wo Anime komplett erstellt werden durch Studios praktisch, dass sich ein Studio denkt, wir nehmen jetzt kein Manga als Vorlage, sondern als Anime. Und ich weiß nicht, korrigiert mich, wenn das nicht stimmt, aber ich glaube, Code Geass war doch ein, ich glaube, eine Originalproduktion von einem Studio. Ich könnte natürlich auch falsch liegen, weil Code Geass ist halt genial gemacht, was schon fast in Richtung Death Note. Und wer das nicht weiß, Death Note hat ja zwei Autoren. Also Autoren in dem Sinne, weil hat ja zwei Autoren im Sinne von einem Zeichner und einem Schreiber. Und die Schreiberin, da wurde ich auch schon drauf aufmerksam gemacht. Aber ja, ich weiß nicht, ob das bei Code Geass so war, aber Code Geass hat einen einzigartigen Zeichenstil. Ich sage es gerne und das hört sich vielleicht irgendwie diskriminierend an, aber das ist so nicht gemeint. Die von Code Geass haben diese Froschmäuler, so sage ich es einfach, aber daran erkennt man die einfach. Das ist, glaube ich, der Stil von diesem Anime-Studio, dieser Originalstil, und wenn nicht, dann ist es der Stil aus dem Manga übernommen. Wenn nicht, dann trotzdem Props an das Anime-Studio, weil die dann tatsächlich einen einzigartigen Stil übernommen haben, und zwar den Froschmaul-Stil. Aber ich glaube doch, Code Geass ist eine Anime-Only-Produktion. Wenn nicht, dann, wie gesagt, korrigiert mich da bitte. Ja. Keine Ahnung, bitte korrigiert mich da, weil ich möchte nicht gerne, falsche Informationen in meinen Videos bringen. Das ist mir persönlich wirklich unangenehm. Aber ja, wenn ihr euch da jetzt drüber erkundigen wollt, dann schaut doch gerade mal in die Kommentare, da wird mich garantiert schon jetzt jemand korrigiert haben. Weil ich weiß, dass viele Leute Code Geass als den genialsten Anime aller Zeiten ansehen. Ich meine, ich finde ihn genial, ich habe die ersten paar Folgen wirklich verschlungen, aber ich habe zwischendrin meine Lust drin verloren, muss ich gestehen. Zwischendurch hat mich Code Geass wirklich gereizt, aber dann so gegen später hat es mir weniger gefallen, muss ich jetzt so sagen. So, falls ihr jetzt gucken wollt, wie weit ich bin, ich weiß, dass viele Leute schauen einfach weg und zeichnen selber was ich jetzt ganz cool finde. Muss ich gestehen, wenn viele Leute mir nebenbei zuhören beim Zeichnen, dann, ich hoffe gerade, zeichnest du gerade was Gutes, der du hier gerade zuhörst. ich versuche gerade so ein bisschen so ein Zwischenspiel mit... Entschuldigung, wie gesagt, das ist 3 Uhr nachts oder so, keine Ahnung, ich habe nicht mal auf die Uhr geschaut. Aber ja, ich versuche hier gerade so ein paar Experimente mit den Highlights. Wirklich, es sind Experimente. Ich habe das, glaube ich, zum ersten Mal gemacht. Ich mache das jetzt, glaube ich, zum ersten Mal mit Übermalen von Highlights. Ich, keine Ahnung, mich interessiert das jetzt einfach, ob das gescheit funktioniert. Aber es müsste doch eigentlich ganz gut hinhauen. Gerade von der Perspektive müsste das doch eigentlich gehen. Ja, zumindest
möchte ich noch eine Frage an euch draußen stellen. Das ist wirklich ganz, 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 ganz wichtig. Oh, das war jetzt voll cool so. Sorry, darüber wollte ich mich nochmal auslassen. Wenn ich zwischendurch asynchron bin, dann tut es mir wirklich leid. Aber meine Kamera, der Sound ist ja, also Geräusche sind ja für gewöhnlich immer schneller als Licht. Also Schall ist schneller als Licht. Und aus dem Grund, da mein Mikro ja weghängt, nimmt der Schall halt schneller auf, als das Licht aufgenommen wird. Ihr versteht schon, es ist asynchron, weil das Mikro weit weghängt, das möchte ich damit sagen. Kurz dazu. Aber die Frage, die ich euch da draußen stellen möchte, ist, wollt ihr ein Tutorial, wie man realistisch mit Copics zeichnet? Ihr seht hiermit schon, ich bin nicht perfekt in sowas. Definitiv nicht. Aber es gibt viele Leute, die mir gesagt haben, wow, das sieht super aus, sowas möchte ich auch können. Und ich meine, ich könnte ein Tutorial dazu machen. Wenn ihr Lust dazu habt, dann schaut doch gerade mal auf DeviantArt, Facebook oder Twitter nach, was ich da so gemacht habe im Sinne von, was ich noch gemacht habe. Nämlich, ich habe noch ein Weinglas gemacht, ein realistisches Weinglas. Das gefällt mir persönlich jetzt noch besser als diese Zeichnung hier. Also, was ich von euch wissen möchte, realistisches Zeichnen mit Copics Tutorial, ja oder nein? Und wenn ja, Weinglas oder Erdbeere oder why not both? ich werde es wahrscheinlich so machen, dass wenn eins davon ganz gut angekommen ist, dann werde ich wahrscheinlich noch eins machen. Wenn nicht, dann was soll's, dann habe ich zumindest mal eins gemacht und die Leute befriedigt, die eins wollten. Ja, keine Ahnung, wollt ihr eins oder wollt ihr keins? Kommentare, bitte, wenn ich danach fragen darf. Und wenn ihr schon dabei seid, dann folgt doch gerade auf Twitter und so weiter. Ich battle für gewöhnlich nicht sehr, sehr danach. Folgt mir bitte auf sozialen Netzwerken, aber wenn ihr schon mal dabei seid, Sache, es geht mir halt darum, dass ihr da nichts mehr verpasst. Das klingt jetzt klischeehaft. Abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst, aber es ist einfach so. Keine Ahnung, auf Facebook und Twitter und so weiter folgen, weil dort halt die ganze Action abgeht. Wie gesagt, ihr hättet das ja schon vor einer Woche oder so, oder wann kommt das Video raus? In den nächsten 3 Wochen oder so, dann hättet ihr das schon vor einem Monat gesehen, wenn ihr halt auf Facebook und so weiter schon aktiv gewesen wärt. Und ich verurteile natürlich niemanden, das habe ich, glaube ich, zuletzt vor Jahren mal gesagt, aber ich möchte es immer gerne mal erwähnen. Ich verurteile natürlich niemanden, der jetzt keine sozialen Netzwerke hat, außer beispielsweise YouTube oder nicht mal YouTube hat. Ich finde es generell sehr schön, wenn man unabhängig ist und wenn man sich dann nicht von der Masse mitreißen lässt. Zum Beispiel Bekannte von mir, die kein Facebook haben, respektiere ich übelst, weil ich meine, schaut mich an. Ich bin die soziale Netzwerkschlampe. Ich habe Twitter, Facebook, DeviantArt. Keine Ahnung. Womit ich euch jetzt nicht als Schlampe bezeichnen wollte, wenn ihr das auch habt. Aber ihr versteht, was ich meine. Also wir halten fest, ich bin eine Schlampe und ich möchte, dass ihr mir folgt. Sorry. Also Tutorial. Ich würde wirklich gerne eins machen, weil je öfter man etwas zeichnet, logischerweise, desto besser kann man es selber. Und hey, wenn ich gerne etwas zeichnen möchte und das dann anderen Leuten beibringe, ich meine, das ist ja bei Mathe und bei Englisch und bei allen anderen Sachen auch so, wenn man etwas anderen Leuten beibringt, dann kann man das automatisch besser. Und hey, wenn ich euch das beibringe in noch einem Tutorial, dann habe ich das Motiv 3-mal gezeichnet, dann muss ich es ja irgendwann mal gescheit hinbekommen. Was ich übrigens jetzt gerade mache, ist wieder dieser Versuch einzufärben. Ich habe vorher noch nie in meinem Leben Highlights eingefärbt, aber ich versuche jetzt einfach mal die ganzen Highlights, die Kerne repräsentieren sollen, einfach mal gelb einzufärben, weil in der Originalzeichnung, in der ich das gemacht habe, habe ich das nicht gemacht. Da habe ich einfach nur weiße Kerne gezeichnet. Aber ich gucke jetzt einfach mal, ob das funktioniert. Das funktioniert momentan eigentlich ganz gut. Ich hoffe nur, mein Copic geht davon nicht kaputt, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Okay. Wenn ihr übrigens mal wissen wollt, inwiefern Realismus mich denn jetzt beeinflusst hat, darüber kann ich jetzt doch schnell als kleines Schlussthema reden. Keine Ahnung, wie gesagt, es ist recht spät abends und ich wollte die Folge jetzt eigentlich mal zu Ende bringen. So als kleines Schlussthema Realismus, wie mein Weg denn dazu war. Vielleicht arbeite ich jetzt einfach nochmal so ein bisschen an Erdbeere, während ich darüber rede. Was heißt vielleicht, ich habe nichts Besseres zu tun. Ich habe früher mit Realismus angefangen und zwar parallel zu Anime und parallel zu Anime und Manga habe ich mit Realismus angefangen und an sich muss ich gestehen,
An sich muss ich gestehen, man merkt ja, was von den beiden ich denn jetzt im Endeffekt weiterverfolgt habe. Logischerweise Anime und Manga, aber wie kam es denn dazu? Die Sache war, wenn der Sound gerade schlecht war, ich habe gerade erst bemerkt, dass mein Mikrofon verrutscht ist. Was ich sagen wollte ist, ich habe anfangs eigentlich Realismus mehr gezeichnet als Anime und Manga. Ich war nicht auf einer Schule für sowas oder irgendwie ähnliches. Ich glaube, ich war in der 8. Klasse, bin ich mal, so gerade weil meine Eltern gemeint haben, versuch's doch einfach mal, habe ich mir Tipps holen wollen von verschiedenen Schulen, die sowas unterrichten. Im Endeffekt bin ich nur auf eine in Karlsruhe, also ich bin nicht auf die Schule gegangen, sondern ich bin mal hingegangen und wollte diese Tutoren oder wie ich keine Ahnung, welchen Abschluss generell man dort bekommt. Zumindest einen von den Lehrern habe ich da mal gefragt, so nach Tipps zum realistischen Zeichnen. Und der meinte, also den Tipp, den ich mir gemerkt habe, ist, dass man vielleicht von echten Sachen und nicht nur von Fotos abzeichnen muss. Und das möchte ich mir immer noch als Vorgabe geben, dass ich irgendwann mal vielleicht eine echte Erdbeere hinlege und die abzeichne. Das riesige Problem, was ich dabei halt finde, ist, dass wenn man auch nur wirklich 3 Grad weiter von links oder rechts schaut, schon die Spiegelungen anders liegen. Und das ist, glaube ich, das Problem. Aber ich glaube, das ist auch das Fordernde und gleichzeitig auch wirklich das Spaßige daran, dass, dass man auf die Art und Weise einfach eine bessere Challenge hat, was Zeichnen angeht. Zumindest wollte ich dann auch weiter realistisch zeichnen und irgendwann mal, ich glaube, das war jetzt wirklich schon vor einer Ewigkeit, da war ich, glaube ich, in der 9. oder 8. Klasse, wo ich das gemacht habe. Aber dann später habe ich meinen YouTube-Kanal angefangen. Und den YouTube-Kanal, ich glaube, der hat 2013 angefangen. Ich hatte den Kanal an sich, den habe ich ja schon länger. Ich meine, klar, davor habe ich ja auch schon Leute abonniert und so weiter mit dem Kanal. Hieß ja auch anfangs anders. Hieß ja nicht Drawing Like a Soda-Kanal hier. Und das mit YouTube hat dann parallel angefangen. Ich habe realistische Zeichenvideos hochgeladen und Manga-Zeichenvideos. Natürlich, beide waren davon wirklich grauenhaft, beide Arten von Videos. Aber Anime und Manga hat sich trotzdem irgendwie weiter durchgesetzt. Die Leute wollten mehr Manga sehen und mehr Anime, aber Realismus war nicht großartig gefragt. Und deswegen stelle ich einfach mal so die These auf, dass nur wenn man richtig, richtig gut ist, was Realismus angeht, wozu ich mich jetzt nicht zuzähle, ich bin nicht wirklich richtig, richtig gut in Realismus, aber nur wenn man richtig, richtig gut ist in Realismus oder zumindest einigermaßen gut, nur dann kann man damit auch gute Sachen kriegen. Wenn man Animanga, ja. Oh Gott, das ist schon wirklich spät. Wenn man Anime und Manga auch nur halbwegs gut zeichnet, dann hat man damit mehr Chancen. Und das ist jetzt wirklich nur subjektiv von mir. Vielleicht gibt es doch irgendwie Statistiken, die das anders belegen. Ich glaube, wenn man Anime und Manga auch nur halbwegs gut zeichnet, hat man bessere Chancen, als wenn man mit Realismus anfängt. Natürlich möchte ich da jetzt niemanden irgendwas vorschreiben oder so. Sowas wie, du hast einen Kanal, dann hör auf damit, wenn du Realismus zeichnest. Natürlich nicht. Aber ich glaube, man hat nicht so große Chancen, wenn man mit Realismus anfängt. Weil man muss gut dafür sein, um Leute auch wirklich beeindrucken zu können. Und wie auch anfangs angesprochen, es geht nicht nur um YouTube, wenn man sowas anspricht. Es wie diesen Manga Prison School, den ich vorhin angesprochen habe. Der hat anfangs aber der hat anfangs diese realistischen Zeichnungen gehabt und der ist später dann eher in Richtung Manga und Anime gegangen. Ich kann mir einfach nur vorstellen, dass der Mangaka sich somit einfach mehr Zuschauer erhofft hat. Und ich meine, hey, der Typ hat mittlerweile einen Anime. Also der hat einen Anime daraus gemacht. Und ich kann mir einfach nur vorstellen, dass seit er das Ganze dann so Anime-Manga-artiger gezeichnet hat und weniger realistisch, dass es erst seit dann angefangen hat, so richtig mit der Popularität hinzuhauen. Und das zeigt mir einfach, dass es eigentlich zu wenig Leute gibt, die Realismus wertschätzen. Was schade ist. Und natürlich, es gibt haufenweise Leute, die Realismus mögen und so weiter. Aber ich glaube immer noch, es wird zu unterschätzt, wie viel Arbeit es denn im Endeffekt ist. Vielleicht ist es nur meine Meinung, aber ja, das ist ein schönes abschließendes Wort. Ein schönes abschließendes Wort für diese Folge Artist Opinion.
Ich hoffe doch, ihr hattet sehr viel Spaß beim Zuschauen und vielleicht an die Leute, die zugeschaut haben. Hoffe ich, hattet ihr viel Spaß beim Zuschauen. So, schnell das ganze Zeug weg. Radiergummifussel noch von vorhin. Aber wie gesagt, schreibt doch gerade mal rein, wenn ihr jetzt tatsächlich ein Tutorial zum Realismus zeichnen wollt. Ihr wisst, ich möchte da jetzt nicht... Sekunde, wir haben ja morgens, das heißt, heute ist der 27. Wenn ihr ein Tutorial zu Realismus haben wollt, dann sagt es mir doch gerade in den Kommentaren. Vielleicht habe ich zu diesem Punkt sogar schon eins aufgenommen, weil ich nicht mehr warten konnte und das Motiv nochmal neu probieren wollte. Aber ja, keine Ahnung. Sagt es mir doch einfach mal, ob ich Ichigo nochmal zeichnen soll. wer den Witz verstanden hat, weil Ichigo und... Ja, keine Ahnung. Ich muss noch ein paar Kekse verteilen an die Leute auf Facebook, die es rausgefunden haben. Waren ja einige dabei. Freut mich aber sehr. Und damit ein weiteres Mal ganz herzlich willkommen zu Enslate hier auf Drawing Like a Sir. Nach wie vor nehme ich die Enslate direkt nach dem Video auf. Das heißt, es ist nach wie vor irgendwie morgens, sehr früh morgens oder sehr spät abends, je nachdem, wie ihr das jetzt interpretieren wollt. Im Nachhinein, naja, die Erdbeere hätte besser werden können, aber das liegt vielleicht daran, vielleicht hat es der eine oder andere gemerkt, dass mir dieser blöde Deckweißstift kurz zwischendurch ausgelaufen an der oberen Hälfte generell. Den Deckweißstift muss ich definitiv loswerden, wenn er leer ist. Das hat mir auch bei der Zero Suit Samus, je nachdem. Am Anfang hat mir das wirklich die Tour vermasselt. Von der Zero Suit Samus habe ich auch kurz verschmiert, allerdings ist das niemandem aufgefallen. und ich hoffe auch, ich habe das gut vertuscht früher. aber ja, keine Ahnung. Ich würde mich wirklich darüber freuen, wenn ihr dem Video unter dem Video schreibt, ob ihr denn tatsächlich ein Tutorial wollt, was das angeht, weil ich, wie gesagt, ich würde mich da sehr drüber freuen. Weinglas oder Erdbeere? Hashtag Weinglas oder Hashtag Erdbeere? Schreibt es doch gerade mal rein. Keine Ahnung. Für die, die neu sind, bitte eine Enslate. Ja, eine Enslate, das ist nicht out of canon, sondern mehr so behind the scenes. So meine Eindrücke und wie eine Endcard, nur irgendwie anders. Ich kann meine eigenen Formate nicht beschreiben. Das ist schon mal ein guter Start für eine Enslate. Oh Gottes Willen. Enslates gehen noch nicht so lange. Du siehst es ja in der Videolänge. Enslates gehen nicht allzu lange. Aber was ich noch machen wollte, ist zu sagen, dass ich es wirklich cool von dir finde oder von euch, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt oder einen Kommentar schreibt oder es vielleicht sogar teilt mit Freunden oder so und weiter sagt, guck dir den Hampel an. Der macht sich auf YouTube zum Clown, was ich wirklich sehr, sehr wertschätze. Danke, falls du das gemacht hast. Wirklich, ist super. Toll. Wirklich, danke. aber falls es dich interessiert, da sind links unten die sozialen Netzwerke, auf denen du mich findest und auf denen du mir folgen kannst und auf denen du gucken kannst, was ich noch so alles an unnötigem Schrott hochlade. Unten rechts siehst du den brandneuen Nakama-Button. Ich habe mich endlich auch mal getraut, den neuen zu implementieren. Ich hatte ja für gewöhnlich mal den gelben. Und oben links und rechts hast du Playlists, auf denen du gucken kannst, was ich noch so gemacht habe. Links siehst du Let's Bustles, da bastel ich beispielsweise oder reviewe ich Sachen, die ich gebastelt habe. Hier in diesem Beispiel ist es die Going Merry von One Piece, die du ja ganz sicher kennst. Hoffe ich doch. Und rechts einfach nur Tutorials, wie man zum Beispiel Haut koloriert, wie man vorgefertigte Anime-Charaktere zeichnet. Das ist wirklich ganz lustig. Schau einfach mal rein. Aber bitte nicht die alten, die sind schrecklich. Die sind wirklich sehr schrecklich, da lernt man nichts davon. Aber danke, dass du zugeschaut hast, wirklich jetzt in dem ganzen Video. Danke, dass du zugeschaut und zugehört hast. Mir bedeutet das immer sehr viel, wenn man mir zuhört und wenn man zuhört, was ich zu sagen habe. Finde ich toll. Und wenn man natürlich auch dem Ganzen kritisch gegenübersteht, was ich umso besser finde. Ja. Meine unobjektive, subjektive Meinung, aber das ist nun mal so. Man sollte generell Sachen immer kritisch gegenüberstehen, wie beispielsweise hier in dieser Folge dem Realismus. Ja, dem Realismus. Danke, dass du zugeschaut hast, wirklich. Und mir zugehört hast und jetzt noch dran bist. Vor allem, die meisten Leute schalten ja bei der Enslate aus, was ich jetzt irgendwie nicht verstehe, weil es ist ja eigentlich nur eine Erweiterung von dem Ganzen. Warum nicht gleich dranbleiben? Aber ja, vielleicht ist das den meisten Leuten auch immer zu viel Kommerz, dass ich hier um Likes battle und um Kommentare und um sowas. Deswegen ist es mir umso wichtiger, dass du dran geblieben bist. Wirklich. Tatsächlich. Vielen Dank dafür. Soweit. Danke für alles. Mein Name ist Marcel und man sieht sich zum nächsten Video hier auf Drawing Like a Sir.